Simpsons-Spiele auf den Gameboy gibt es ja so einige. Leider sind eigentlich fast alle ziemlicher Murks und nicht wirklich empfehlenswert. Jedoch gibt es auch diese kleine Kuriosität. Hier treten die klassischen Simpsons-Charaktere nur am Rande auf. Heißt das dann auch, dass das Spiel gut ist? Lass es uns zusammen herausfinden, was taugt Itchy & Scratchy in Miniature Golf Madness heute noch. Das Spiel wurde von Beam Software entwickelt und von Arclight 1994 in Europa und den USA veröffentlicht. In Japan erschien das Spiel nie. Das Spielprinzip ist jetzt anders, als ihr vielleicht denken mögt. Bei Minigolf denkt man ja schließlich eigentlich an ein klassisches Golfspiel, nur halt auf einem anderen Spielfeld. Das Spiel wird jedoch aus der Seitenperspektive gespielt und lässt sich vielleicht eher als einen Golf-Plattformer bezeichnen. Ihr spielt Scratchy. Der will eigentlich nur mal gechillt Minigolf spielen. Also habt ihr einen Schläger und natürlich einen Golfball. Wenn ihr euch neben den Ball stellt, müsst ihr das Steuerkreuz nach oben drücken und dann die Stärke des Schlages wie bei einem klassischen Golfspiel festlegen. Der Ball fliegt dann entsprechend weiter. Jedoch habt ihr ein großes Problem. Itchy. Der versucht euch natürlich den Minigolf-Spaß gehörig zu verderben und greift euch immer wieder mit den diversesten Waffen an. Erwischt ihr euch, verliert ihr ein Leben. Sind alle eure Leben verbraucht, ist das Spiel natürlich rum. Allerdings seid ihr nicht ganz so wehrlos gegen die nervige Maus. Zum einen könnt ihr natürlich mit euren Golfschläger zuhauen. Der steuert sich jedoch etwas träge und auch die Reichweite ist eher eingeschränkt. Jedoch könnt ihr hier und da auch weitere Waffen mit einer begrenzten Anwendungsanzahl einsammeln. Mit einem Baseballschläger knüppelt es sich halt leichter oder mit Frisbees könnt ihr Itchy dann auch auf der Entfernung erledigen. Euch erwarten viele verschiedene Waffen dieser Art. Das ist also der grundsätzliche Spielablauf. Der eigentliche Star sind allerdings die schön verschieden gestalteten Level. Es gibt immer ein einzigartiges Oberweltthema, wie zum Beispiel eine Horror- oder eine Piratenwelt. Euch erwarten dann immer die verschiedensten Hindernisse, die überwinden müsst, um zum Ziel zu gelangen. So müsst ihr zum Beispiel in der Horrorwelt sich öffnende Särge als Rampe für den Ball benutzen. Eure Aufgabe ist es dann immer, neben dem Abwehren von Itchys Attacken den richtigen Weg durch den Kurs zu finden. Klassisch wie im normalen Golfsport hat jede Welt eine gewisse Schlaganzahl als Paarangabe. Wenn ihr es mit weniger Schlägen als diese Angabe schafft, bekommt ihr ein extra Leben. Euch erwarten insgesamt 9 Level, die alle recht ausladend gestaltet sind. Leider gibt es kein Passwortsystem. Technisch steht das Spiel echt gut da. Die Grafik ist mit seinen Animationen und detaillierten Leveln sehr schön umgesetzt worden. Da kommt richtig schön das Simpsons-Gefühl hoch. Und die Musik muss sich da nicht verstecken. Die passt einfach super und geht hier sofort ins Ohr. Was taugt Itchy & Scratchy Miniature Golf Madness heute noch? Klar, die Konkurrenz ist nicht groß, aber das Spiel ist für mich das beste Simpsons-Spiel auf dem System. Den Simpsons-Charme hätte es vielleicht nicht unbedingt gebraucht, aber ich finde schön, dass so eine ungewöhnliche Idee umgesetzt wurde. Es macht Spaß, sich durch die Level zu tüfteln und Golf mal in 2D spielen zu können. Eine klare Empfehlung von mir aus. Das war der Test zu dem besten Simpsons-Spiel auf dem Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.